Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich packe mit euch wieder die Meine Backbox aus. Und zwar handelt es sich um die September Backbox zum Thema Oktoberfest. Ich bin sehr gespannt. Oktoberfest verbinde ich ja eher mit herzhaften Sachen und nicht so mit süßen. Ja, gucken wir mal, was drin ist. Ich bin sehr gespannt, weil herzhaft hatten wir ja erst in der letzten Box. Nee, in der vorletzten Box. Alle anderen Infos zu der Meine Backbox findet ihr unten in der Infobox. Ich möchte dazu sagen, das Video ist nicht gesponsert. Ich habe die Backbox selber bezahlt, aber ich bin sehr überzeugt davon und freue mich jeden Monat, stimmt nicht, alle 2 Monate drauf, diese Backbox zu bekommen. Und deshalb möchte ich gerne mit euch meine Erfahrungen teilen und die mit euch auspacken. So, starten wir aber direkt mal. Okay, man sieht direkt Oktoberfest, bayerisch, rustikal. Hier schön die Holzmaserung, ja. Ich finde, der erste Blick in die Box ist immer wieder schön und ermuntert zum Auspacken. Brechen wir das Siegel. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe auch noch keine anderen Impressionen bekommen. Hier sehen wir direkt die Rezeptkarten und das Magazin. Und es will nicht aufbleiben. So, schauen wir mal. Ja, wusste ich doch. Sag ich ja, herzhaft. Es gibt Brezen. Laugenbrezel. Das finde ich super. Das ist so typisch bayerisch. Und das verbinde ich auch tatsächlich mit dem Oktoberfest. Dann gibt es Lebkuchenherzen. Ach, wie süß. Stimmt. Das ist süß. Also süß und süß. Also es schmeckt süß und es ist niedlich. Ja, das ist cool. Ich habe noch nie Lebkuchenherzen selber gemacht. Von daher finde ich das eine tolle Idee. Craft Beer Brownies. Wie geil ist das denn? Ich liebe Brownies und mein Freund liebt Bier. Von daher freuen wir uns, das machen zu können. Ja, waren es 3 Rezepte diesmal nur? Ja, ich glaube, es waren diesmal nur 3 Rezepte. Das ist aber auch gar kein Problem. Dann wieder ein Gutscheincode, den packe ich weg. Und das Magazin zum Thema Oktoberfest. Wahrscheinlich sind da wieder ein Gewinnspiel, okay. Ein bisschen ein Rezept für den Kuchen wahrscheinlich. Impressionen aus der letzten Box. Ich glaube, ich war nicht dabei. Auf Instagram seht ihr übrigens ganz, ganz viele tolle Beiträge zu allen, die dort mitmachen. Also das ist echt eine coole Sache, zu gucken, was andere so daraus gezaubert haben. Ja, eben ein bisschen, wie heißt es? Ich habe schon weiter geblättert. Ein bisschen Informationen zum Oktoberfest und alle Produkte. Ich lege mir das Heft nebenan, um euch dann auch sagen zu können, was wie teuer war und was es denn genau ist. Okay. Also ich glaube, da wird Bier drin sein, wenn es schon Craft Beer heißt. Schauen wir mal. Okay, fangen wir hiermit an. Und zwar Schokolade von Vivani, feine Bitter, 75% Kakaoanteil. Mit, genau. Und sie ist vegan. Ah, okay, eine vegane Schokolade. Ja, das ist cool. Diese Schokolade kostet, wow, 2,29 Euro für 80 Gramm. Oh, und es sind wohl 2 Tafeln drin, sehe ich gerade. Okay. Ich guck mal, 80 Gramm müsste, ja, müsste eine Tafel sein. Die zweite wird sich dann gleich wohl noch finden lassen. Okay, dann gucken wir mal weiter. Okay, was ist das? Von Zenka? Gehört das dazu? Wahrscheinlich. Von Zenka eine... Moment, so, jetzt seht ihr es auch. Ich muss auch mal in die Kamera gucken. Ist schon wieder so lange her. Eine Garnierspitze mit 6 Tüllen. Ah, das ist, um diese Lebkuchenherzen zu verzieren. Okay, sowas habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Da bin ich mal gespannt, ob ich damit umgehen kann. Ist vielleicht besser als so ein Spritzbeutel, ne? Das Produkt kostet 3,49 Euro. Ja. Sind halt hier 6 verschiedene Tüllen drin, um verschiedene Muster zu machen. Eine ist mir schon wieder runtergefallen. Und das kann man wohl so rausdrücken, rausdrehen. Keine Ahnung. Werde ich ausprobieren. Werden wir dann sehen. So, was habe ich noch? Hier sehe ich schon, ist die zweite Tafel Schokolade. Kommt auch zur Seite. So. Okay, da muss ich einmal weiter blättern.
Okay, Kaisernatron. Ah, Natron für die Brezel. Stimmt. Ich habe sogar noch Natron zu Hause, weil ich das manchmal anstatt Backpulver benutze. Aber, boah, das ist ja ein Riesenpaket. Da bin ich mal gespannt, wie viel man für die Brezel braucht. Weil bestimmt nicht das ganze Paket. Weil das sind ja 500 Gramm oder so. 250 Gramm, okay. Ja, ich bin nicht so gut im Mengen einschätzen. Das ist von Holste und kostet 2,99 €. So, dann gucken wir mal weiter. Ist doof gepackt hier. Es hängt alles zusammen. So, was ist das? Na, fokussier, fokussier. Lebkuchengewürz gemahlen. 50 Gramm. Ja, gut, das braucht man auf jeden Fall, wenn man Lebkuchen macht. Was ist da drin? Zimt, Koriander, Nelken, Sternanis, Ingwer, Muskatnuss und Piment. Oh, eigenen Lebkuchen zu machen, hör mal, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Da freue ich mich drauf, weil ich mag Lebkuchen sehr gerne. 3,50 € für die 50 Gramm. Habe ich gesagt, von Klenk. Habe ich noch nie gehört. Aber gut. Okay, was haben wir hier noch? Ich will nicht immer hin und her blättern, deshalb würde ich das gerne der Reihe nach. Ah, sie haben daraus gelernt. Ich habe ja, die letzte Box ist mir ja ausgelaufen. In dieser Box haben sie es jetzt noch extra verpackt, wie ihr seht. Das finde ich super. Weil sonst wäre das Bier bestimmt kaputt gegangen. So unvorsichtig, wie die Post manchmal damit umgeht. Ja, das überrascht mich nicht. Ein Bier, natürlich, für die Craft Beer Brownies. Da handelt es sich um, boah, was ist das? IPA Liberis 2 plus 3 Edition alkoholfrei. Ein alkoholfreies Bier? Na gut. Von Riegele Biermanufaktur. Ja, da bin ich mal gespannt. Das kostet 2,50 € für die Flasche, also 2,49 €, so. Ja, sind 0,33 Liter drin. Da bin ich mal gespannt, wie das so schmeckt. Und ob noch was übrig bleibt nach dem Backen, dass man das auch mal so probieren kann. So, dann Jelly Beans. Okay, wofür brauchen wir die denn? Da bin ich ja mal neugierig drauf. So, hier. Jelly Beans, 20 Flavors. Kosten 2,49 € für 100 Gramm. Und wisst ihr was? Ich bin zu neugierig. Ich will wissen, wofür man das braucht. Ich guck mal kurz nach. Bestimmt für die Lebkuchenherzen. Ja, Tatsache für die Lebkuchenherzen als Verzierung. Ja, warum nicht? So, was ist da noch drin? Oh, lecker. Oh, lecker, die möchte ich jetzt bitte sofort essen. Und zwar gebrannte Mandeln von Seeberger. Oh, lecker. Ich liebe gebrannte Mandeln. Oh, die sind toll. Die kommen bestimmt auf die Brownies. Davon gehe ich aus. Die Packung hier kostet 3,99 € und das sind 150 Gramm. Oh, die möchte ich am liebsten jetzt schon essen. Dann habe ich gesehen, ist da ein Förmchen drin? Süß. Für unsere Lebkuchenherzen. So eine Herzform habe ich auch noch nicht. Nur kleine. Von daher passt das dann auch ganz gut. Die kostet 3,95 €, ist 12 cm groß und ist von RBV Birkmann. Ja, toll. Okay, ein Teil müsste noch drin sein. Hier. Was ist das? Ah, Sesamsaat weiß. Hier habt ihr Sesam. Sesamsaat weiß oder schwarz? Kostet 2,99 € beziehungsweise 3,90 € für 250 Gramm. Jetzt ist die Frage, was ist, wahrscheinlich habe ich das für 2,99, das weiße. So würde ich das jetzt sagen. Schade, das schwarze wäre deutlich schöner gewesen, finde ich jetzt, weil das kommt bestimmt auf die Brezel. Aber gut. Man hat halt eine 50-50 Chance. Aber ich sag mal, die Sesamsaat ist auch schön im Weiß. Wobei das hebt sich auch schön von den Brezeln ab. Von daher beides gut. Ja, für 100 Gramm übrigens. Nee, für 250 Gramm die 2,99 € beziehungsweise 3,90 € und das sind 100 Gramm. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Ja, das war's mit der Box. Ich bin super gespannt, was die Rezepte so bringen. Ja, mein Lieblingsprodukt. Das ist jetzt schwierig, weil ich finde die Produkte alleine
gar nicht so toll, aber ich glaube, in Kombination sind die echt genial. Ich glaube im Moment die gebrannten Mandeln oder das Lebkuchengewürz. Ja, die beiden finde ich ganz spannend. Das Bier aber auch. Ja, ich weiß es nicht. Also dieses Mal ist für mich so nicht das Highlight dabei, aber insgesamt rundherum die Box finde ich gut diesen Monat. Also das ist eine sehr interessante Box. Es gibt was Herzhaftes, es gibt was Süßes und ja, das sind sehr spannende Rezepte, finde ich. Okay, das war's auch schon von mir für dieses Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, ob ihr auch schon eine Backbox bestellt habt und was ihr so darüber denkt oder ob ihr eine bestellen würdet und was ihr zu dem Inhalt dieser Box denkt. Ja, würde mich freuen. Ansonsten, alles andere findet ihr unten in der Infobox. Auch der Link zu meinem Blog. Da stelle ich nochmal alle Produkte vor. Sowie ein Link zu Instagram, wo ihr dann auch seht, was ich so daraus backe. Aber ihr seht auch ganz viel anderes aus meinem Alltag. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. Danke fürs Zuschauen. Bye!